Es geht weiter in The Forest, liebe Leute. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und ja, Orientierungskala hat es endlich mal geschafft, sich ein paar Mods zu installieren. Beziehungsweise eine wichtige Mod. Komme ich aber gleich drauf zu sprechen. An der Stelle erstmal vielen lieben Dank fürs Reinschalten in der vergangenen Folge. Vielen lieben Dank für eure Daumen. Und ja, wir machen jetzt weiter. Ihr seht es, es ist dunkel. Ich möchte es trotzdem nicht versäumen, euch zu zeigen, was ich hier noch gemacht habe. Zum einen habe ich uns hier mal unsere ganzen Fächer, ja, Lagerplätze mal vollgepackt, weil wir haben ein bisschen was zu bauen. Und dann habe ich hier in unserer Pergola mal ein bisschen rumgebastelt. Ich habe da mal ein Feuer reingesetzt und habe hier auch eine schicke Bank hingestellt, beziehungsweise zwei, wo man sich dann so schön hinsetzen kann. Mega cool. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch ein kleines bisschen dekorieren können. Und dann habe ich mal hier probiert, wie das mit diesen Standfeuern aussieht. Und muss sagen, das gefällt mir eigentlich recht gut. Da werden wir außenrum ein paar platzieren. Ist eine geile Geschichte. So, was habe ich heute vor? Kommen wir zuallererst mal auf die Mods zu sprechen, die ich jetzt endlich geschafft habe zu installieren. Wir haben nämlich, tada, eine Karte. Ich habe die ja installiert, weil ihr habt es gesehen in der vergangenen Folge. Ne? Es ist einfach, wenn man irgendwie keine Map hat. Es gibt viele Leute, die spielen The Forest ohne Map, aber die haben wahrscheinlich auch schon ein paar Stunden Spielzeit. Ich als kompletter Neuling fühle mich da einfach besser, wenn ich da eine Map zur Verfügung habe, wo ich da einfach drauf schauen kann. Die ganzen Sachen, die hier drauf angezeigt werden, die kann man natürlich ausschalten. Ich habe sie jetzt mal angelassen. So ist die Map, wenn man die Mod installiert. Hier unten sind wir. Und ja, wo waren wir das letzte Mal? Ich glaube, wir sind bis hierhin gekommen oder so. Nee, Quatsch, wir sind hier runtergelatscht. Irgendwie hier sind wir rumgefallen, ne? Und waren halt völlig falsch. Völlig falsch. Ja, Ziel ist es, hier oben in diese Höhle zu kommen. Hier möchte ich hin, denn da soll es angeblich diesen Kletterhaken geben. Da möchte ich natürlich gucken. Und den Weg werden wir heute auf jeden Fall mal angehen. Ansonsten habe ich noch eine Mod installiert, die es ein bisschen vereinfacht zu bauen. Und zwar braucht man einfach ein bisschen weniger Ressourcen. Ich zeige euch das Ganze mal ganz kurz. Nehmen wir mal hier zwei raus. So. Und ihr seht's. Zack. Und schon ist hier die Geschichte fertig. Also man braucht nicht so viel Baumstämme, um die ganze Sache hier fertig zu bauen. Das fand ich eigentlich ganz hilfreich. Und ansonsten habe ich noch eine Mod installiert, die uns nämlich Folgendes bringt. Man kann jetzt jederzeit schlafen. Das fand ich ein bisschen nervig, dass man da so warten musste. Also ich könnte jetzt, wenn ich wollte, auch tagsüber schlafen gehen. Aber ja, mir ist halt wichtig, wenn es dunkel wird. Ne? So im Dunkel, wobei jetzt geht es eigentlich so von der Helligkeit her. Da könnte man sogar die Nacht durcharbeiten. Aber ansonsten finde ich es immer dunkel oder nachts immer ein bisschen nervig, so allgemein in Spielen. Deswegen finde ich solche Schlafoptionen eigentlich immer ganz sinnvoll und die werden wir jetzt auch nutzen. Und werden mal schlafen. So, sehr schön. Ein neuer Tag bricht an. Ah, schön. Und wir haben noch genug zu essen, haben wir noch. Oh, ich habe hier sogar noch ein Stückchen Fleisch. Dann pfeifen wir uns das doch gleich rein. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns hier mal einen Fisch mit. Getränke haben wir noch genug. Das ist ausreichend für unseren Trip. Und dann würde ich sagen, wir starten rein. Und ziehen gleich mal los. Dann können wir hier auch noch ein bisschen, trinken wir jetzt erstmal hier draus. Genau, hier habe ich uns auch noch einen zweiten Wasserfänger hingestellt. Mal gucken, ob die hier stehen bleiben. Ich glaube es eher nicht. Was ich auf jeden Fall, wie gesagt, bauen will, sind diese Fackeln. Die finde ich ganz nice und das Lagerfeuer da drin finde ich auch ganz geil. Wir haben halt hier dieses Teil ein bisschen schlecht platziert. Ich wusste nicht, dass es da noch einen Boden gibt. Aber naja, vielleicht können wir das außenrum noch ein kleines bisschen zubauen. Gut, Leute, also wir machen uns auf den Weg. Ich würde gerne mal da hoch in die Höhle. Wir sind in die Richtung richtig. Und dann starten wir doch mal. Ja, natürlich. Es fängt an zu gewittern. Wie soll es denn auch anders sein? Hui. Alles klar. Dann schauen wir mal. Ideen, was ich bauen will, habe ich auch schon einige. Bin ich mal gespannt. Ihr habt ja gesehen, ich habe nach hinten so ein kleines bisschen Bäume gefällt. Und da werden wir dann großen Platz haben, sodass wir da auch genügend Space haben, Bauplatz haben, oder genügend Bauplatz zur Verfügung haben. Oh, da ist ein Hase. Hätten wir uns hier direkt jagen können. Aber ich vermute fast, ich bin zu langsam mit dem Bogen. So, dieses Dörflein kennen wir. Ich würde sagen, liegt hier nicht ein Stock. Weiß nicht, ob ich die Dinger essen soll. Ich glaube es eher nicht, ne? So, da haben wir auch, guck mal, das ist ja krass. Das kommt ja wieder, der Kram.
Sonst hatten wir doch alles hier schon abgeladen, ne? Ah, wir haben auch voll. Guck mal, da vorne macht der Hase Bambule. Oh. Schade. Oh, da liegt Geld rum. Naja, gut. Ich lass mich schon wieder zu weit aufhalten. Wobei die ersten Trips so in die Richtung, die sind eigentlich schon wichtig. So, wir müssen so ein kleines bisschen hier schräg hoch. Weil wir die Map ja noch gar nicht kennen, ne? Das ist ja schon wichtig, dass wir die Map so ein kleines bisschen kennenlernen. Genau, hier war die Höhle. Die kennen wir ja schon. Ist die hier auch angezeichnet? Ja, hier ist hier auch angezeichnet. Alles klar. Dann laufen wir mal hier weiter. Oh, hier gibt es schöne Tannenbäume. Guck mal. So. App an sich ist ja so schön, ne? Warum versaut man die sich denn mit so Horrorfiguren? Ich versteh's nicht. So, wo sind wir? Toll, jetzt haben wir eine Karte. Jetzt fängt es aber bei mir schon an, dass ich unseren eigenen Standort nicht mehr finde. Da unten. Wir müssen aber eher hier hoch. Oder? Ja, doch, so. Hier in die Richtung. Ich sag's euch ehrlich, ohne diese Map hätte ich das wahrscheinlich nie gefunden. Bin ehrlich. Freies Feld, ja, wir könnten tatsächlich noch eher weiter in Richtung Norden gehen. Erstmal. Und wenn wir jetzt ein bisschen unterwegs sind, dann bauen wir uns halt eben hier so fix so ein Shelter auf, ne? Wo sind sie denn hier? So ein provisorisches Lager, das haben wir ja ruckzuck gesammelt, den Kram. Und dann bauen wir uns das auf und dann ist alles cool. Können wir auch mal ein, zwei Tage am Stück ein bisschen unterwegs sein. Ist hier irgendwo Wasser in der Nähe? Das ist ja auch ein geiler Bauplatz hier. Unten, ne? Guck mal, hier auf so einer Lichtung, da kannst du ja auch richtig cool bauen. So, ein paar Steine sammeln, alles gleich mal wieder mitnehmen. Och ja, hier ist auch schön. Ach, guck mal, wir sind ja schon hier. Da drüben müsste das sein. Hallo? Bleib hier. Boah. Aber 1A getroffen. So. Da ist noch einer. Ich möchte mir nämlich trotz allem gerne die Rüstung anschauen. Und da ist noch einer. Alter. Und außerdem gibt's was zu essen, was immer gut ist. So, sehr schön. Ihr seht, wir müssen jetzt darüber und dann hier hoch. Das müsste da hinten an der Ecke sein. Können wir denn eigentlich? Das ist die andere Frage. Können wir? Ja, können wir. Tatsächlich. Wir schwimmen. Hoffen wir mal, dass wir hier nicht abgetrieben werden. Aber es scheint so, als wäre die Strömung nicht wirklich berücksichtigt. So. Leute, sind. Guck mal, da saß eine Spinne drunter. Lasst mich mal was checken. Wir haben hier Gesundheit. Wenn ich das esse. Ey, was ist denn dieser Balken hier? Dieser blaue? Was kann ich mir denn hier kombinieren? Wie kriege ich dann da eine Tarnrüstung? Kriege ich hier? Ja, lass mal eine bauen. Was brauche ich dafür? Blätter, ne? Wo sind denn die Blätter? Krass, guckt euch das an.
So, wenn ich jetzt hier rausgehe. Ach, ihr seht da unten die drei grünen Balken. Alles klar, das kann ich hochdrehen, bis ich komplett getarnt bin. Ich verstehe. Alles klar, okay. Haben wir auch wieder was gelernt? Ach ja, die pfeifen wir uns mal rein hier. Die sehen lecker aus. Und jetzt doch, der blaue Balken ist wieder nach oben gegangen. Ihr seht es hier rechts, ne? Was jetzt runtergeht, ist dieser Ausdauerbalken und der andere Balken ist hochgegangen. Ringelblumen. Okay. Och, guck mal hier. Wieder so ein Dörfchen. Und hier in der Nähe vom Dörfchen müsste... Da sind Klamotten drin. Was haben wir denn hier für Klamotten? Ich will die aber nicht anziehen. Bin eigentlich ganz happy mit meinem Outfit gerade. Okay, ich kann nichts mitnehmen. Läuft. So, passt auf. Jetzt müssten wir mal schauen. Ah ja, wir müssen hier links und dann ist da der Eingang. Müsste. Okay, jetzt gucken wir in die falsche Richtung. Der muss da drüben sein. Ah, gab sogar ein Achievement. Das ist ja mies, oder? Wie hier den Hasenkopf in der Hand. So, was kann ich jetzt, aber ich muss das gerade mal abchecken. Rehfell, Hasenfell. Was können wir mit dem Hasenfell machen? Ah, einen Beutel. Und einen Köcher. Oh, nice. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen auf Hasenjagd gehen. Bin ja ein Meisterschütze. Ist ja der Wahnsinn. Gut. Okay, Leute. Dann müsst ihr jetzt hier... Nee, schon. Hä? Wo ist denn dieser Höhleneingang? Da Wasser ist der nicht. Hier müsste der sein. Dann doch da oben bei den Häusern. Wir müssen jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen hier killen. Also die Map sagt, also ich bin irgendwie bin ich verwirrt gerade. Das war dein Tod. So, dann können wir uns noch einen Beutel bauen. Frage ist bloß, was können wir mit den Beuteln machen? So, jetzt lasst mal auf die Map gucken. So, hier müsste ein Höhleneingang sein. Also entweder bin ich zu dämlich, den zu finden. Oder da ist gar kein Höhleneingang. Wir suchen hier gerade mal ein bisschen ab, aber vielleicht ist es ja auch auf der Map ein kleines bisschen falsch dargestellt. Ich weiß nicht, wie genau die Map ist. Aber hier ist definitiv kein Eingang. Aber nicht, dass der unter Wasser liegt. Wir haben ja alles, wir können ja tauchen. So ist es ja nicht. Das sieht nur so aus wie ein Höhleneingang. Wir sind auch viel zu weit davon weg. So, gucken wir mal. Hier müsste der Höhleneingang sein. Hier sehe ich aber meilenweit keinen Höhleneingang. So, hier stehen wir jetzt direkt auf dem Höhleneingang. Seht ihr? Ja, würde aber behaupten, hier ist keiner. Brach er und fand den Höhleneingang. Ich
ich sag noch, liegt bestimmt irgendwo drin. Aber es ist ja kein Problem, weil wir haben ja schon unser Tauchergerät. Tada! Dann gehen wir da mal tiefer. Junge. Und ich merke gerade, wir haben so viel Sauerstoff da gar nicht mehr drin. Das ist wahrscheinlich nur so eine... Das ist gar nicht die Höhle, die ich suche, oder? Ja doch, hier geht's weiter. Ob das jetzt eine gute Idee war, ich hätte vielleicht vorher mal die Wasserdings überprüfen sollen. Also nicht die Wasserdings, sondern ihr wisst, was ich meine. Sauerstoff, oh Gott, das geht in die Hosen. Oder? Oh nee, geht's nicht, Gott sei Dank. Okay, lauf. Wir müssen was anmachen, Fackel. Verbesserter Stock kombinieren mit der Geschichte. Kombinieren. Ausrüsten. Und einmal anzünden, bitte. Das ging ja gerade nochmal gut. So. Taucherausrüstung können wir, glaube ich, ablegen, ne? Okay. Wie schön sie das sortiert haben hier. Kann man echt sagen, also da kannst du nicht meckern. Oh, was habe ich denn da gefunden? Was machen wir denn hier rum? Wir haben doch hier... Zack, guck. Ein Stall voll Batterien. Ist hier? Hier gibt's Uhren. Ach, guck mal, und hier kann ich sogar ein Feuerchen anmachen. Sehr schön. So, dann gucken wir uns hier mal weiter um. Gibt es hier noch irgendwas von Interesse? Ach ja, hier, guck mal, das ist so eine Wand, wo wir wahrscheinlich mit dem Kletterhaken runter müssen. Das ist natürlich schlecht. Ich dachte eigentlich, den Kletterhaken gibt es hier irgendwo. Die haben wir noch nicht, ne? Nö, wir haben nichts zum Klettern. Widerlich. Uah. Habe ich schon erwähnt, dass ich hasse, wenn ich mich erschrecke? Bin mir nicht ganz sicher, ob ich es erwähnt habe, aber es ist so. Neuer Eintrag in deiner To-Do-List. Das hier? Ich check's gerade nicht so wirklich. Machen wir die Fackel an, da sehen wir ein bisschen mehr. Ach, das ist der Höhlenausgang hier wieder. Lass mal gucken, wie wir hier, wo wir hier rauskommen. Dann liegt ein Buch. Ach, hier drüben. Das muss einem doch gesagt werden. Bibeln rum. So, das ist jetzt halt bloß die große Frage. Ist das auch die Hülle? Was haben wir hier? Es schien eine Karte zu sein. Aber lasst uns gerade mal ganz kurz in unser Tagebuch gucken. Weil da war ja jetzt irgendwas. Ich glaube, hier, ne? Notizen. Notizen. Das war die Yacht. Das hatten wir schon gefunden. To-Do-List, hier haben wir's. Finde einen Weg in den Kessel, erkunde die hängende Höhle, erkunde die feuchte Höhle, erkunde Unterwasserhöhle.
Ja, das war die wahrscheinlich jetzt, oder? Da haben wir wahrscheinlich den Hintereingang genommen. Normalerweise kommt man dann da vorne wahrscheinlich raus, ne? Wir sind einmal verkehrt rumgelaufen. Aber ich meine, man braucht halt vorher diese Kletteraxt. Aber woher kriegen wir die Kletteraxt? Da muss ich mich nochmal schlau machen. Oh, das war ein Eichhörnchen. Da muss ich mich vorher nochmal schlau machen. Hallo. Steht's direkt vor mir, ich könnte es gebrauchen. Bleib hier. Wo sind sie jetzt hingerannt? Schon schöne Ecken. Halt, bleib hier, du hast meinen Pfeil noch dabei. Sauber. Ärgert mich jetzt. Ich hatte den Pfeil noch dabei. Okay, Leute. Kannst du wirklich auch cool bauen, ne? Das ist auch ein cooler Spot zum Bauen. Richtig, richtig gut. Okay, Leute, passt auf. Bevor wir jetzt hier ewig weiter rumsuchen, ich meine, wir könnten jetzt die Map noch ein bisschen erkunden, aber mich würde schon interessieren. Da oben ist es. Mich würde schon interessieren, woher kriege ich diese Kletteraxt? Weil die müssten wir uns als erstes holen, bevor wir uns die Kettensäge holen. Das ist ja das große Ziel. Kettensäge holen, damit wir einfach mehr und schneller Bäume wegmachen können. Das war nix. Das war's. Treffer versenkt. Ich glaube, ein Reh-Ding brauchen wir auch nochmal. Um da ein bisschen was zu machen. Sieht das Teil hier eigentlich aus? Feinster Stuff. Okay, passt auf. Dann gucken wir jetzt nochmal rein. Ja, haben wir die Echsenhaut. Da haben wir Rehfell. Und aus Rehfell können wir machen einen Wasserschlauch. Zwei Rehfelle. Eine Speertasche, Wärmeanzug. Oh, der wäre natürlich auch von Vorteil, aber da brauchen wir auch Hirsch und Wildschwein, sehe ich. Und dann kümmern wir uns aber doch erstmal hier. Und ein Seil, wo haben wir denn die Seile hier? Ausrüsten. Cool. Sau stark. Und dann gucken wir jetzt hier nochmal mit Hasenfell und Hasenfell. Da können wir machen. Ja, ne, mach nochmal alle weg. Ich will erst sehen, was ich damit machen kann. Einen Beutel. Wir haben drei Hasenfelle. Was ist denn jetzt sinnvoll an Beutel? Ein kleiner Steinbeutel, Hasenfellstiefel, Stockbeutel, Wärmeanzug. Okay. Lass mal einen Beutel bauen als erstes. Weil die sind jetzt nicht so schwer zu jagen. So, und was kann man damit jetzt machen? Das würde mich interessieren. Die Steine sind voll. Kann man damit vielleicht Bärchen sammeln? Hier waren doch überall Bären. Wo sind die jetzt hin? Weiß man nicht genau. Aber Leute, so wie ich das gerade sehe, wird es jetzt dunkel langsam, aber sicher. Das heißt, wir sollten uns mal ein Feuerchen bauen und einen kleinen Unterschlupf. Jagdunterstand. Wir nehmen so ein professorisches Lager. Ich denke, das haut hin, oder? Pass mal auf, wenn wir das hier so schön... Da, guck. So geschützt. Perfekt. Dann bauen wir uns hier noch ein kleines Feuerchen hin. Läuft. Und wir können hier speichern und können hier schlafen. Sehr schön. Wird das jetzt eigentlich auch angezeigt, wenn wir das hier lassen? Ich vermute fast, ne? So, jetzt lass uns aber nochmal auf die Suche nach so Bären gehen. Da waren doch überall Bären. Steck mal dein Feuerzeug weg, nicht so nervös, Johnny. Alles ist gut. Hier. Ah ne, das ist ein Stein.
springt hier rum. Da war was. Oh, Aloe Vera. Und? Ah. Nochmal Aloe Vera. Ist jetzt zwar für unser Spiel nicht so wirklich schlimm, aber wir können ja unsere Gärten damit befüllen, weil Gärten will ich auf jeden Fall auch bauen. Das ist klar. Okay. Hier haben wir Wasser. So, da können wir doch jetzt aber unseren Trinkschlauch mal ausprobieren. Wo ist der denn? Ich hab jetzt schon zu viel im Inventar. Bin jetzt schon völlig überfordert. Oder ist der auf der... 4? Nee. 5? 6? Nee, auch nicht. Da haben wir unsere Axt. Da haben wir das. Der muss hier... Hier ist der Beutel. Hier ist er. Hab ihn. Ausrüsten. C. Ja, perfekt. Gut. Ja, dann mache ich das anders, Leute. Dann gehen wir jetzt die Nacht hier schlafen. Und ich kümmere mich in der Zeit mal, wo wir eigentlich hin müssen. Schön. Passt auf. Dann können wir jetzt hier auch mal speichern. Das speichern wir mal hier ab. Speicherstand überschreiben, ist okay. Dann würde ich sagen, wir machen einen kurzen Cut. Ich überspringe und wir sehen uns dann zum nächsten Morgen. Und in der Zeit informiere ich mich mal, zu welcher Höhle wir genau müssen. So Leute, wie ihr seht, es ist immer noch Nacht und mir ist mein Unterstand einfach unterm Hintern, während ich geschlafen habe, ist das Ding hier schön kaputt gegangen. Was uns nicht weiter stören soll, ich habe mich mal ganz kurz informiert, wir sind auch tatsächlich an der richtigen Stelle mit der Höhle. Also das ist schon die Höhle. Weck mich doch nicht so. Schon wieder ein Riechen. Es ist tatsächlich die Höhle, wo wir drin waren. Und es gibt auch noch einen anderen Weg runter, wenn ich das richtig in Erfahrung gebracht habe. Das möchte ich natürlich jetzt abchecken. So, da unten sind die... Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Wir machen jetzt hier mal mit unserem Feuerzeug ein kleines Büschen. Ja, komm, mach an. Ja. Wir gehen nochmal rein in die Höhle. So. Pass auf, wir brauchen aber trotzdem jetzt hier die Geschichte. Dass hier ein bisschen heller wird. So. Genau. Hier ging das ja lang. Ja, schon wieder die Fledermaus, die mich schon wieder erschrocken hat. So, und zwar ging es da hinten runter. Also wir sind voll mit. Aber den Münzenkopf. Reaktiviert sich das neu, wenn wir hier rausgehen? Anscheinend, ne? So wie das ausschaut. Naja dann, soll uns nicht stören. Hier muss es wohl auch noch einen anderen Weg runter geben. Den gibt's auch. Ich probiere es jetzt einfach mal, Leute. Wenn wir draufgehen, dann ist der Lerneffekt. Also ich meine, zu wissen, dass es hier tatsächlich die richtige Höhle war. Kann aber auch sein, dass es eine andere ist. Wir werden sehen, was wir da drin finden. Hier geht es auf jeden Fall runter. Okay, dann lass da mal da vorne gucken. Da ging es noch rechts lang. Ah, da geht es ins Wasser. Okay. Hier von hier aus sind wir gekommen. Passt. Also dann gehen wir hier mal runter. Immer bloß ein bisschen Angst, dass wenn man hier absteigt, dass man dann plötzlich nach hinten runterfällt. Und dann hast du echt ein Problem. Da-da-da-da. Da-da-da. Ah ja, der Speisesaal. Guck hin. Hier ist ein Seilchen. Hier können wir uns erstmal ein Feuerchen machen. Schön. Benzin. Benzin brauchen wir für unsere Kettensäge. Das ist nicht schlecht. Nee, Leute, das ist die Höhle, wo es die Kettensäge gibt. Okay, dann waren vielleicht die Informationen, die ich hatte, etwas veraltet. Guck mal. Haha, wie gut ist das denn? Okay. Ja, komm, nimm das Teil wieder, bitte.
Macht jetzt gerade ein bisschen viel Krawall. Alles klar. Also, dann haben wir doch unsere Kettensäge schon. Da ist doch das Ziel schon erreicht. Cool. Und ein Stückchen. Da ist ein Stückchen. Nehmen wir mit, weil ich nicht weiß, wie lange unsere Fackel hier hebt. Da haben wir wieder Uhren dran. Da liegt Geldchen rum. Da mal draufschlagen. Ja. Eine Kiste, aber da ist nichts drin. Ne? Grundsätzlich nicht so, wie es aussieht. Nö. Okay, ein Stückchen. Ja, mega nice. Dann haben wir die Kettensäge doch schon. Das ist doch das Ziel, was ich wollte. Und ich dachte aber eigentlich... Also ich könnte mir vorstellen, dass das dann vielleicht die Informationen, die ich habe, dass die tatsächlich veraltet sind. Und in der Zeit halt hier das Spiel ja dann auch komplettiert wurde. Und dass da die Köhlen vielleicht auch... Ja, versetzt wurden oder wie auch immer, ne? Ich bring jetzt einfach mal hier rüber, weil ich sehe echt nicht viel. Okay, hier ist ein Camp. Kohlenkugeln. Haben wir hier? Siblings still missing. Aha. Ey, interessant, interessant. Also ich muss aber ehrlich sagen, sie schaffen es trotzdem hier so ein bisschen, also für mich, ne, ich betone das für mich, hier schon so, hier kann man durchsprengen, guck mal, wirklich schon so eine gewisse Horrorstimmung zu platzieren. Also mir reicht dieser Gruselfaktor hier in dem Spiel definitiv, jetzt schon. Oh. Was haben wir denn da jetzt freigesprengt? Ach, hier geht's nochmal runter, Leute. Finden wir hier womöglich noch was? Langsam. Oben war ja jetzt nichts mehr, ne? Foto. Was ist los? Der Höhlenausgang. Nee, wir sind immer noch in der Höhle drin. Das ist spannend, Leute. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich da nicht einfach auch so runter? Da wollte schon sagen, also das war jetzt, sah jetzt so von da schon nicht so hoch aus. Was haben wir denn hier? Doch, da ist die Kletteraxt, Leute. Da ist sie. Das gibt es zusammen in einer Höhle. Ja, wir gucken gerade mal auf die Map. Ach krass, die Karte hat auch eine Map. Ach, das ist ja krass. Aber laut ist hier. So, seht ihr, wo wir sind? Ich irgendwie nicht. Aber wie gesagt, ich bin ja auch der Orientierungsklaus, ne? Also ich hab... Ich sag ja, mich kannst du irgendwo abstellen, da finde ich nie wieder nach Hause. Ach, das ist die Karte ist schon sehr detailliert.
Ach Leute, wir sind irgendwie falsch gegangen, guck mal. Weil hier ist jetzt der Hinweis auf die Kettensäge. Also, jetzt wissen wir auch, wie wir das zu nehmen haben. Das sind solche Hinweise, die wir da... Und jetzt können wir doch theoretisch mit dieser Axt, wenn wir uns die ausrüsten, können wir doch hier hoch, oder? Ne, hier so. Ach, krass. Kommen wir jetzt da hoch? So anscheinend nicht. Nö. Du hast Hunger, finde was zu essen, sagen sie. Lass ich wieder los, so. Krasser Scheiß, ey. Das ist ja echt cool gemacht. Haben wir tatsächlich auf einen Schlag alles in der heutigen Folge. Das freut mich jetzt gerade mega. Jetzt ist natürlich das nächste große Ziel, wie kommen wir aus dieser Höhle raus? Schokolade. Die nehmen wir natürlich mit. Noch eine Möglichkeit, nicht nass werden. Okay. Ich glaube, wir müssen tauchen, Leute. Wagen. Ah ja, wir haben wieder vollen. Überhaupt hier irgendwo hin müssen. Ich glaube, es passt eher nicht. Nee. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde die Taschenlampe an dem Teil ganz geil. Können wir die nicht anlassen? Da liegt überall Schokolade rum. Achso, wir müssen ja eh mal was essen. Dann nehmen wir mal einen Snack, dann können wir den nämlich wieder mitnehmen hier. Schaffen wir einen beherzten Sprung darüber? Selbstverständlich nicht. Ach, und hier ist eine Kletterwand. Na, da guck hin. Dann zieh mal deinen Taucheranzug aus. Und rüste dafür mal deine Kletteraxt aus. Und dann mal ab dafür. Der Winkel, wo man nach oben gucken kann, ist nicht so genial. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Das, was hier rumliegt. So, ich glaube, hier oben kommen wir raus. Boah, Junge, was ein Trip heute wieder. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. So, jetzt bin ich gespannt, wo wir rauskommen hier. Ha! So, wo sind wir? Hier oben. Hier oben. Ah ja, dann ist das aber trotzdem der richtige Höhleneingang hier, ne? Dann, da ist ein Bild, genau hier sind wir rein und dann kommst du hier oben wieder raus. Alles klar, verstehe. So, pass auf, das brauchst du jetzt. Das Feuerzeug tust du mal weg. Das holen wir. Was krabbelt denn da vorne? Guck mal.
Eine Mörderschildkröte. Na? Iggy, bist du unterwegs? Was? Ja, aber das ist doch, das haut doch hin. Also dann waren wir doch so falsch gar nicht. Wir haben die Kletterachs, wir haben die Motorsäge, dass das jetzt zusammengelegt wurde in eine Höhle. Gut, vielleicht war es auch schon immer so. Wie gesagt, Leute, ich spiele hier The Forest zum ersten Mal. Aber mir kamen die Informationen, die ich mir so ein bisschen gesucht habe, um mich so ein bisschen zu orientieren, so vor, als würde man das in zwei getrennten Höhlen finden. Soll mir recht sein, vielleicht war es auch eine zusammengelegte Höhle. Wie dem auch sei. Aber natürlich müssen wir jetzt eins machen, wir müssen das Ding noch ausprobieren. Ist ja klar. Ach krass. Oh ja, das macht Spaß. Und Sprit haben wir auch. 4 Einheiten. Sehr geil. Sehr geil. Okay, das Holz brauchen wir jetzt natürlich nicht. Aber hier sind halt... Nö, ihr dürft weiterleben. Ich habe alles, was ich brauche. Sind hier Beeren? Das möchte ich jetzt ausprobieren noch. Wenn ich hier so drücke. Eine Kirsche gesammelt. Was ist die? Vergiftete Pfeile. Nice. Das sind überall Heckenkirschen. Na, und was ist mit euch? Euch bräuchte ich ja eigentlich auch, um Federn zu machen. Aber das können wir ja noch nach und nach tun. Schön. Okay, Leute, also dann haben wir alles, was wir brauchen. Auch eine Heckenkirsche. Ist ja auch noch Heckenkirschen. Hier gibt es auch noch Heckenkirschen. Guck mal. So, und jetzt können wir uns in der Theorie Pfeile kombinieren. Haben wir Giftpfeile. Sau stark. Da freue ich mich. So, und wir stehen jetzt wo? Wir stehen hier oben, ne? Okay, wir müssen dann wieder in den Süden. Beziehungsweise könnten wir ja eigentlich unsere Expedition noch in den Norden legen, aber ich würde eher sagen, ich laufe mal zurück, Leute, und dann würde ich gerne in der nächsten Folge ein bisschen eine Baufolge machen. So, laufe ich auch in die richtige Richtung? Nee, natürlich nicht. In die Richtung muss ich nämlich. Da hinten, wo die nach Hause ist, immer so weniger ein Problem. Man muss einfach nur den Symbolen folgen, ne? Ja, aber dann würde ich sagen, wir springen in die nächste Folge. Wir haben alles soweit da, was wir brauchen. Material haben wir auch noch. Jetzt, wo wir die Kettensäge haben, geht es wahrscheinlich auch ein bisschen zügiger noch mit dem Fällen und sowas. Da kann ich dann immer ein bisschen was vorbereiten. Und dann bauen wir zu Hause mal wenigstens unsere Hütte. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Dass unsere Hütte mal steht und machen es uns zu Hause ein bisschen schön. So ist der Plan. Ich darf mich bedanken, liebe Leute, fürs Einschalten. Denkt an den Daumen, würde mich sehr freuen. Wenn ihr mir ein Däumchen da lassen würdet. Und natürlich einen Kommentar. Ne? Tipps sind immer gern gesehen. Oh, guck mal, hier Pfeile, die nehmen wir natürlich noch mit. Wenn ich auf dem Weg noch irgendwas Interessantes finde. Hier sind Leuchtfackeln, haben wir anscheinend genügend. Davon auch. So, was haben wir hier noch drin? Nochmal Leuchtfackeln. Und hier, wenn man es aufkriegt, auch Leuchtfackeln. Alles klar, haben wir so viele Leuchtfackeln? Wo haben wir denn Leuchtfackeln? Hier. Mit was kann man die denn kombinieren, bitte? Ich kann sie nicht kombinieren. Schade. Genau, so ist der Plan. Denkt an einen Kommentar, das wäre cool. Und wenn ihr nur kurz reinschreibt, tolle Folge, blöde Folge, was auch immer. Aber ihr helft mir damit weiter. Und natürlich für Tipps bin ich immer dankbar. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut.